Moin, jo, heute mal eine Vorstellung zu einem Messer von Bullhead Knives. Das ist das Special Ops. Jo, Bilder habt ihr ja schon gesehen. Ein sehr, sehr ansprechendes, wie ich finde, optisch ansprechendes Modell. Mal kleiner Abriss, wie ich zu dem Teil gekommen bin. Erstmal geht ein dickes Dankeschön raus an, an Bullhead Quality Tools. Ich habe diesen Stachel nämlich bei Amazon immer mal wieder beim Stöbern gesehen. Bin ich immer wieder drüber gestolpert. Und ja, hatte mir da mal die Bilder angeguckt und ja, am Anfang war ich noch ein bisschen zurückhaltend, war mir nicht so ganz sicher, aber dann guckt man sich die Bilder immer mal wieder an und irgendwie erschien mir dann die Qualität für den Preis, das lag so bei 40 Euro knapp. Ja, wie das so nach ein paar Jahren ist, dann entwickelt man ja so ein gewisses Gespür, ein Auge dafür, wie Dinger wohl, also wie Messer wohl das Produkt verarbeitet sein könnte. Und das Special Ops machte da einen ganz anständigen Eindruck. Und das wuchs dann mit der Zeit noch, ja, wie ich schon sagte, ich stolperte immer wieder darüber und dann guckte ich im Netz mal ja, zu Bullhead Quality Tools, fand dann auch eine Homepage. All das verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Und auf diesem Wege dann gleich nochmal ein dickes Dankeschön raus an Bullhead Quality Tools. Die haben mir nämlich dieses Modell für dieses Video kostenlos zur Verfügung gestellt. Ich habe die nämlich dann angeschrieben per E-Mail, ja, habe denen mitgeteilt, dass ich doch gerne auf YouTube Messer vorstelle, das seit einigen Jahren tue, dass mir ihr Modell, das Special Ops, aufgefallen ist. Und ich mich darüber freuen würde, wenn ich Feedback bekommen würde, also ob die Interesse daran hätten, ob ich ihr Modell testen kann und dann auf meinem Kanal vorstelle. Da kam dann auch eine Rückmeldung, sehr netter Kontakt. Vielen Dank dafür, auch für den Austausch, für die ganzen Infos, die ich bekommen habe. Dazu gehe ich auch gleich noch drauf ein, also über den Austausch. Das war klasse und so wurde mir dieses Modell zur Verfügung gestellt, sehr cool, kommt dann in dieser Pappbox. Ja, und jetzt kommen wir mal zu diesem Modell hier. Insgesamt wird das Video mit Sicherheit wirklich lang werden. Dafür entschuldige ich mich, aber es gibt einfach viel zu erzählen. Fotogen ist es, deshalb mussten ein paar schöne Bilder her, oder zumindest hoffentlich, also hoffe ich, dass es ein paar ansprechende Bilder geworden sind. Praxisaufnahmen wird es natürlich geben und es gibt halt einiges zu erzählen, denn bei Bullhead Quality Tools ist dieses Produkt hier nach eigener ja, Angabe aus der Erfahrung von Messermachern bzw. von Schmieden, von Anglern, von Preppern, von Bushcraftern, von Handwerkern ja, entstanden. Da hat man dann versucht, ein Produkt auf den Markt zu bringen, das einiges abdeckt. Insgesamt, das kann ich wohl gleich so sagen, gibt es da. Ja, so marketingtechnisch wird durchaus vom Leder gezogen, da gehe ich noch drauf ein. Einer der Gründe, warum mir dieses Modell so gut gefallen hat und auch warum ich es ja, recht schnell ins Herz geschlossen habe von der Optik, es hat mich halt an das Santa Fe von Kaiser Tangram erinnert. Ganz klar, beim direkten Vergleich sieht man eine Menge Unterschiede. Schon in der Bauform baut das Tangram ein bisschen dünner auf. Hier haben wir Pins, hier haben wir eine zusätzliche Öffnungshilfe, The Tick auch dazu, also das nennt sich The Tick, gehen wir noch drauf ein. Aber halt G10-Griffbeschalung, wenn auch hier deutlich aufwendiger gefertigt beim Special Ops, Liner-Lock-Verriegelung, aber auch hier Unterschiede. Hier hat man, ja, da wurde das Stahlblech beziehungsweise das wurde halt umgelegt, mit Textur noch versehen, sodass man das leicht öffnen und schließen kann. Die Klinge hier läuft auf Kugellager, beim Santa Fe auf Washern. Auch die Griffform, da ist zwar einiges ähnlich, aber der Abschluss ganz anders. Ja, Klinge ein bisschen anders gestaltet, aber so von der Linie an sich,
fand ich das doch, einfach dann anziehen, weil ich das Santa Fe liebe. Ist eine Schande, dass Kaiser scheinbar die Tengram-Reihe so nicht mehr fortführt. Zumindest habe ich da keine Infos. Wenn einer da mehr weiß, immer her damit. Und solltet ihr mal die Chance haben, ein Santa Fe zu erwerben, zu bekommen, kann ich absolut, also wenn es im preislichen Rahmen liegt. Ne? Die Teile haben damals, ich glaube, so ein Fuffi gekostet, vielleicht sogar ein bisschen weniger noch. Ja, viel mehr sollte man dafür dann auch nicht ausgeben. Es sei denn, man möchte es unbedingt haben. Kann ich absolut nur empfehlen. Fantastisches Messer. Und auch das gleich mal vorab genannt gesagt. Das Special Ops bekommt eine ganz, ganz klare Empfehlung von mir. Es gibt ein paar Sachen, die gefallen mir nicht, die werde ich aufzählen. Aber entfernt man The Tick, das gefällt mir nämlich zum Beispiel nicht. Und das werde ich jetzt auch mal machen. Man bekommt einen Schraub, also einen Sechskant mit dazu geliefert, keinen Imbus, sondern kannst du den halt hier schnell ansetzen. Das geht auch tatsächlich flott, das ist alles easy in der Handhabung. Und dann kannst du The Tick entfernen. Jo, und das ist, kann ich gleich sagen, das ist nicht meine Öffnungsmethode, bin ich kein Fan von, aber dieses Messer so, Knaller. Verarbeitung wirklich für den Preis spitze, Optik geil, die Klinge über den Spidey-Flick und das Kugellager im Zusammenspiel mit der Detent-Haltekraft des Liner-Locks, der hydraulische, geschmeidige, blitzschnelle Gang, geil. Geiles Teil, dünn ausgeschliffen, Flachschliff, saubere, sehr saubere Schneidphase. Durchaus ein Slicer, anständige Stabilität, alles sauber gefertigt. Wirklich klare, klare, klare Empfehlung. Da haben mich meine Augen nicht getäuscht, also im Sinne der Verarbeitungsqualität, was ich mir dachte, das ist wirklich durch und durch positiv. Gefertigt wird dieses Messer wohl, ja, wie mir mitgeteilt wurde, in Shanghai von einem kleinen Familienbetrieb. Da werden dann die Teile montiert. Viele der Dinge, die alle wirklich ja, modernst CNC gefräst sind, kommen wohl aus einigen Teilen der Welt und werden dann in Shanghai zusammengesetzt. So meine Info, die ich bekommen habe. Und Bullhead Knives selbst, das ist im Grunde auch ein Mini-Familienunternehmen, das sind zwei Leute und die sitzen in Ostfriesland und ja, die Marke gibt es auch erst, ich glaube seit knapp 2 Jahren sind die am Start. Ihr findet sowohl bei Amazon wie auf der Homepage von Bullhead Quality Tools wirklich viele, viele Infos zum Messer. Da vielleicht ein bisschen Kritik von mir gleich. Ich finde ja, wie man damit umgeht, ob jetzt Einhand- oder Zweihandmesser, das ist mir ein bisschen zu schwammig. Zwar findet man Infos, wo klar dargestellt wird, dass dies hier kein Zweihandmesser ist, sondern ein Einhandmesser. Aber es finden sich auch andere Sätze, wo einfach Unwissende den Eindruck bekommen könnte, dass man in der Umgestaltung, also wenn man The Tick entfernt, dass man dann hier ein Zweihandmesser hat. Und ganz klar, das lässt sich dann natürlich wunderbar zweihändig so öffnen. Aber es ist halt auch wirklich easy, easy möglich, das Modell einhändig zu öffnen über den Klingendurchbruch. Ich finde, da sollte man dann einfach klar in der Botschaft sein, dass das hier ein Einhandmesser ist und dass The Tick einfach nur eine zusätzliche Möglichkeit ist, dass man halt etwas einhändig eventuell verbessern könnte. Ich habe das Messer mehreren Leuten in die Hand gedrückt. Keiner war, es waren jetzt drei, keiner war wirklich begeistert von The Tick. Allerdings habe ich es am negativsten gesehen. Ich finde nämlich, dass das hier alles ein bisschen scharfkantig ist, die Auflage. Die soll dazu dienen, dass wenn sie drauf sitzt, dass man wirklich einen guten Grip, da eine Traktion auf dem Klingenrücken hat. Und das stimmt auch. Im Hinblick darauf, dass dieses Messer auch für jagdliche Zwecke eingesetzt werden soll, dass das wirklich einer der Hauptzwecke ist, auch die Angelei, da kann es auch durchaus sein, dass die spitz zulaufende Klinge sehr tauglich ist, schneidfreudig ist das Teil auf jeden Fall.
Kann ja wirklich gut sein, dass dann The Tick gut bremst. Ich persönlich bräuchte es nicht, aber ich tue mich da eh schwer. Also, A, habe ich keine Ahnung von der Jagd, auch von der Angelei nicht. Deshalb sollte ich da auch nichts zu sagen. Werde ich auch also im Großen und Ganzen gar nicht weiter. Aber ich tue mich eh immer schwer mit ja, so roter Arbeit, bei der Jagd, Klappmesser. Wäre ich Angler, Jäger, würde ich wohl ziemlich sicher immer ein Fixed nehmen, auch beim Kugellager. Es wird zwar dazu geraten, das Kugellager einfach mit Wasser auszuspülen, aber ich würde das einiges doch nicht unterschreiben, was man so auf der Homepage und bei Amazon lesen kann. Sehr schneidfähig, auch in der Praxis. Dazu schiebe ich euch am besten jetzt mal ein paar Bilder rein. Ja, damit ließ sich wirklich vorzüglich arbeiten. Auch der Clip funktioniert gut, ist nicht der schönste. Ich bräuchte auch das Special Ops nicht, aber das geht schon okay. Dafür ist die Klinge wirklich clean. Wir haben hier nur das stilisierte, sehr moderne, ja, Longhorn-Logo. Zwei Two-Tone-Finish auf den Flats, satiniert, sonst schwarz. Das gefällt mir schon gut. Die Hardware blau gehalten. Auch noch eine Besonderheit, mir wurde mitgeteilt, die Schrauben wären wohl aus Aluminium. Jo, ich habe das Messer demontiert. Auch dazu kommen noch ein paar Worte und ein paar Bilder, gehen wir gleich drauf ein. Auch zu den Schrauben. Was ich euch da positiv sagen kann, ist, dass Bullet Quality Tools, die stehen absolut hinter ihrem Produkt. Auch wenn die Schrauben aus Aluminium sind, die sollen von hoher Güte sein. Tatsächlich hatte ich beim Demontieren überhaupt keine Probleme. Die ließen sich gut, ja, gut schrauben, da funktionierte der Antrieb ganz wunderbar. Und sollte es mal Probleme mit eurem Messer geben oder ihr Ersatzteile brauchen und so weiter und so fort, dann könnt ihr euch bei Bullet Quality Tools melden. Die sorgen dafür, dass ihr Ersatzteile bekommt oder dass das Messer repariert wird. Da, ja, wird Service, also das haben sie selber auf die Fahnen geschrieben, ganz groß geschrieben. Und ich hoffe natürlich, dem ist so. Ansonsten ist das schon wirklich von der Fertigung absolut überzeugend, wie das angepasst ist. Langer, schwarzer G10 Backspacer. Jo, die blaue Hardware, schwarz-blau finde ich gut, silberne Akzente. Nur hier bei der Achshülse bzw. Achsschraube, da wünsche ich mir, dass sie die natürlich auch blau gestaltet hätten. Das ist so ein bisschen lazy, dass man das jetzt so weggelassen hat. Also da kann man noch für Verbesserungen sorgen. Genauso wie der Choil, der fällt mir ein bisschen zu groß aus. Bisschen reduzieren, da holst du nochmal knapp 5 mm raus, ganz, ganz kleine Schleifkerbe einfügen, hier Millimeter, dann hast du halt nochmal ein bisschen mehr Schneidfläche.
Aber ansonsten arbeitet das Teil einfach. Das ist durch und durch gelungen von der mechanischen Verarbeitungsqualität. Wie butterweich hier alles läuft. Kommen wir nochmal zum Innenleben zurück. Ja, es wird ja empfohlen, dann die Kugellager auszuspülen. Kann man natürlich immer mal machen, ne? Entweder mit Druckluft oder halt mit einem starken Wasserstrahl, um Schmutz rauszubekommen. Aber beim Kugellager, gerade wenn das Kugellager aus Edelstahlkugeln besteht, wie das bei diesem Modell der Fall ist, dann sollte man auch dafür sorgen, dass das Messer an irgendeinem Ort schnell wieder trocknet, sonst kann so ein Kugellager tatsächlich rosten. Das will keiner. Dann hat man nämlich nicht mehr den Vorteil eines schön laufenden Kugellagers. Ja, das ist, da muss man wirklich immer aufpassen. Ne? Einfach so mit Wasser durchspülen und dann wieder in eine Hosentasche stecken oder so. Das ist, muss man vorsichtig sein. Ne? Das hat mir halt in der Beschreibung nicht ganz so gut gefallen. Es gab so ein paar Sachen, die haben mir auch nicht gefallen, wie zum Beispiel, dass Bilder benutzt wurden. Blende ich euch jetzt auch mal ein. Da habt ihr halt jetzt ein sehr, sehr hochwertig wirkendes Kugellager gesehen. Das ist halt bei Amazon, glaube ich, mit dabei auf der Homepage. Das verbaute Kugellager ist aber ein anderes. Dazu schiebe ich euch auch mal ein Bild rein. Und dieses Kugellager, das hier verbaut ist, das macht einen erstklassigen Job. Wirklich läuft ganz, ganz wunderbar. Aber es ist halt nicht das Kugellager, wie auf der Homepage angezeigt wird. Und das finde ich immer schwierig. Im Hinblick auf Seriosität und tatsächlich nach dem Austausch, den ich hatte, habe ich das Gefühl, die wollen hier wirklich ein seriöses, ein gutes, ein tolles Produkt abliefern. Die planen für die Zukunft. Da soll, ich glaube, eine Zweihandversion ist in Arbeit und andere Modelle. Und dann sollte man vielleicht, ja, also nicht nur vielleicht, ich finde, dann sollte man das marketingtechnisch anpassen und sowas dann. Solche Bilder einfach rauslassen, lieber Originalbilder benutzen, selbst machen von dem Kugellager, das verbaut ist. Und auch da, auch die Produkttexte, da gibt es halt einige Dinge, das würde ich so nicht unterschreiben. Zum Beispiel wird darauf hingewiesen, dass die Stabilität viel höher ist als bei Unterleg, als bei Gleitscheiben. Und gerade in der Messerwelt ist es eigentlich eher so, dass was Langlebigkeit angeht, das sind breite Gleitscheiben, Bronze, Phosphorwascher, die gelten da eher als das Nonplusultra. Und Kugellager, ja, da. Ich meine, ich persönlich liebe Kugellager, habe auch damit noch nie wirkliche Probleme gehabt. Aber ganz klar, wenn du auf dem Bau arbeitest und jeden Tag Zementsäcke aufschneidest, dann wird so ein Kugellager schnell verstopfen. Da hast du nach 3, 4 Wochen keinen Spaß mehr dran. Da sind dann Gleitscheiben im Vorteil und Fixed-Messer sowieso. Und da wird dann halt vom Marketing doch bei Bullhead ganz schön vom, wie ich schon sagte, vom Leder gezogen. Also ganz klar, ich weiß, Klappern gehört zum Handwerk, hätten sie bei diesem Modell aber gar nicht nötig. Wobei ich mir halt sicher bin, dass gerade wenn man nicht so viel Ahnung hat, dann liest sich sowas super die Texte und die zünden dann auch, die sorgen dann dafür auch. Gerade bei dem günstigen Preis von 40 € oder darunter, dass man dann getriggert ist, so ein Messer zu kaufen. Also ich glaube, das Marketing zahlt sich wahrscheinlich dann einfach aus. Wenn man jedoch in der Materie, in der Szene ein bisschen tiefer drin ist, dann finde ich das immer ein bisschen schade. Denn gerade dieses Messer, das mir so ungemein gut gefällt, das hätte da eine andere Präsentation eher verdient. Ja, das so kleine Anmerkungen von mir an Bullhead Knives. Vielleicht da ein bisschen die Marketing-Schrauben ein bisschen nachjustieren. Ich hoffe, mir wird das nicht übel genommen, gerade weil der Kontakt wirklich sehr nett war und ich das Messer hier absolut empfehlen kann. Machen wir mal die Specs. Wir haben ungefähr 20,5 cm Gesamtlänge, also ein Maß, das mir sehr gut gefällt. 9 cm entfallen davon auf die Klinge. 8,2 sind effektiv scharf davon. Klinge war ab Werk sauber ausgeschliffen und auch schön scharf. Der Anschliff hat mir wirklich sehr gut gefallen, sehr, sehr akkurat, so wie man sich das halt wünscht. Ebenso, das sagte ich ja auch schon, wünschte ich mir, dass die Schleifkerbe ein bisschen geringer wäre, ne? Da hat man wirklich,
Ja, dann ein Zugewinn, wenn man das ein bisschen länger durchzieht, ein Zugewinn an Schneidfläche, an Schneidperformance. Die ist wahr, wie hoffentlich die Praxisaufnahmen auch gezeigt haben, schon bemerkenswert gefällig. Und das liegt halt an der vorhandenen Klingengeometrie. 2,9 mm Klingenstärke, 0,47 mm Material hinter der Phase. Das schneidet also wirklich ganz wunderbar. Jo, tolles Teil. Verbaut ist der D2-Stahl, der ist nirgends gemarkt. Sehr, sehr ungewöhnlich. Angegeben wird, dass der eine Rockwell-Härte von 62 hat. Kann ich jetzt so nicht bestätigen. Nach den Wochen der Nutzung ist der Stahl noch ganz okay. D2 schlägt sich da ja meist ganz anständig. Ich möchte vielleicht noch dazu sagen, und das ist für mich ja eher ungewöhnlich, denn eigentlich bin ich ein riesiger Fan von Clean Kling, also wo es kaum Beschriftungen gibt. Und das gefällt mir ja auch hier, sagte ich ja schon, das Logo gefällt mir gut. Dennoch würde ich es mir wünschen, wenn sie es ähnlich wie zum Beispiel V-Knife oder CVV-Knives gemacht hätten, dass der D2-Stahl winzig, winzig klein irgendwo hier um die Achse noch gemarkt wäre. Also wirklich ganz, ganz klein, das würde ja völlig reichen. Hätte ich wahrscheinlich ganz gut gefunden, aber ich merke schon selbst, dass das für mich ungewöhnlich ist, dass ich sowas hier anfüge, denn eigentlich liebe ich cleane Klingen und auch die hier. Ja, das ist schon alles sehr, sehr ansprechend. Der Clip ist über zwei Torx verschraubt, lässt sich gut einschieben, stört nicht, wenn man das Messer in der Hand hält. Zumindest bei meiner Hand passt alles ganz gut. Überhaupt ergonomisch ist das ein schöner Griff, der liegt mir gut in der Hand, eine gute Führigkeit. Die Sperrplatine der Liner Lock ist 1,4 mm stark, man hat hier halt eine Struktur bekommen, wurde umgelegt, aber ganz sauber angepasst. Hier ist nichts scharfkantig, lässt sich super entriegeln. Also auch das ist absolut top gemacht. Dieses Messer könnte ich mir in einigen Versionen noch gut vorstellen, zum Beispiel Komplett All Black oder weißes G10 oder in Camouflage, Digicamo, das wäre wirklich cool. Vielleicht noch mit einer anderen Klinge dann noch Drop Point. Gewichtstechnisch haben wir knapp über 100 Gramm und der Preis halt ungefähr 40 €. Müsst ihr halt mal gucken bei Amazon. Manchmal ist das Teil noch ein bisschen reduziert. Ja, was man da geboten bekommt für das Geld ist spitze. Jo, ja, und das war's dann im Großen und Ganzen. Video ist ja auch echt lang genug geworden. Ich habe bestimmt einige Sachen vergessen. Gab unglaublich viel zu erzählen. Mein Fazit zu dem Special Ops. Also erstmal The Tick, ich brauche das nicht. Ich brauche das nicht. Aber das ist Geschmackssache. Das soll gar nicht zu sehr abwertend sein. Aber meins ist das nicht. Ich finde das Messer so, wie es jetzt hier ist, fantastisch. Und was die Werbung bzw. das Marketing angeht, das sagte ich schon, finde ich zum Teil unstimmig. Das Teil hier, das konnte mich absolut überzeugen, und jeder, der, ich sagte es ja schon, wer ein richtig toll verarbeitetes und schneidfreudiges und auch optisch cooles Modell möchte, sucht für einen schmalen Taler, der ist hier an der richtigen Adresse. Ich wurde hier absolut abgeholt. Nochmal schnell ein paar Größenvergleiche zu dem Real Steel Metamorph, sehr, sehr ähnlich in der Gesamtlänge, also bis auf den Millimeter quasi. Könnt ihr euch vielleicht dann gutes Bild davon machen, von den Abmaßen. Dann das Benchmade, das Large Griptilian, das ist auch sehr, sehr ähnlich. Ihr seht schon, schwarze Klingen, durchaus etwas, was ich gerne mag. Einen schönen Frontflipper habe ich hier. Von Boost Blades, das Smoke. Das ist dann preistechnisch ganz andere Welt. Geiles, geiles Teil. Kommt auch zukünftig noch im Video. Jo, aber wer auf die Budget-Klapper steht, tja. Tolles, 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 tolles Teil. Vielen, vielen Dank nochmal raus an Bullhead Quality Tools. Ja, das Special Ops. Klare Empfehlung. Geiles Teil. Alles klar. Vielen Dank an alle, die dran geblieben sind. Wer Bock hat, hinterlässt gerne mal ein Feedback.
Giveaway-Video wird in Kürze kommen. Coole Sache nochmal. Ja, und dann war's das. Und ich verbleibe wie immer mit All Knives are great. Bleibt gesund. Peace. Ich bin raus.